Waren Sie vor Ihrem ersten Training nervös? Hat die Mannschaft es Ihnen leicht gemacht? Nervös nicht, aber angespannt schon. Das ist, glaube ich, normal, wenn man eine neue Mannschaft übernimmt. Und die Mannschaft hat es mir insofern leicht gemacht, als dass die erste Trainingseinheit sehr engagiert war. Und wenn eine Mannschaft mitarbeitet, dann hat man es als Trainer immer leicht. Wie gut kanntest du die Mannschaft und die Arbeit vom Trainerteam schon? Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man im eigenen Verein vorher gearbeitet hat, wenn man eine Mannschaft übernimmt. Das heißt, ich hatte gewisse Einblicke in die Arbeit, habe natürlich auch häufig beim Training zugeschaut, habe mich mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft oft ausgetauscht und insofern hatte ich schon einen Überblick. Allerdings ist es auch so, wenn man dann die Arbeit bei der Mannschaft übernimmt, dann ist es zum einen so, dass man Dinge auch vielleicht anders von außen wahrgenommen hat, als sie dann tatsächlich sind. Und es ist auch ganz gut, dass man jedem vielleicht die Möglichkeit gibt, anders zu sein, als man ihn bisher wahrgenommen hat und es für alle ein Neustart ist. Was kann man als Trainer in so kurzer Zeit am ehesten beeinflussen, beziehungsweise wie bereitet man sich auf das Spiel vor? Im Grunde genommen so wie auf jedes andere Spiel auch. Der Unterschied ist der, dass die Mannschaft mich noch nicht kennt, dass ich auch noch nicht alle Spieler kenne. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, von heute auf morgen alles auf den Kopf zu stellen und alle Dinge zu verändern, sondern die Frage ist, wie kann man in relativ kurzer Zeit ein, zwei Dinge verändern, die dann der Mannschaft Sicherheit geben und dafür sorgen, dass sie gut auf dem Platz steht, gut vorbereitet ist. Und das ist eigentlich das, was dann die Herausforderung ist. Ein, zwei Dinge muss man rauspicken und an denen muss man arbeiten. Lassen Sie eher offensiv oder defensiv spielen? Ich versuche so spielen zu lassen, dass es den Spielern auf dem Platz hilft und deren Stärken in den Vordergrund rückt. Und ich glaube, dass es in unserem Fall schon das Spiel mit dem Ball ist. Wenn du den Ball haben willst, dann musst du ihn dir aber auch erstmal erobern. Das heißt, man kann die Sachen schwer voneinander trennen. Wichtig ist mir, dass wir im Verteidigen möglichst unangenehm, möglichst aggressiv sind und dass wir mit Ball, dass wenn wir den Ball haben, dass wir mutig und zielstrebig nach vorne spielen. Das versuchen wir uns zu erarbeiten. Das ist sicherlich in 3 Tagen jetzt nicht alles möglich, aber wir versuchen eben in die richtige Richtung zu gehen und die Dinge so zu verbessern, dass wir am Freitag eine gute Chance haben. Wie möchtest du unsere Defensive stärken? Ja, ich glaube, 2 Sachen sind wichtig. Einmal, dass die Abläufe klar sind, dass jeder weiß, was seine Aufgabe ist in der Defensive. Und die 2. Sache, die wichtig sein wird, ist, dass jeder das mit Überzeugung macht. Und da sind wir gefordert, den Spielern das Vertrauen zu vermitteln in diese Abläufe. Und dann kann man das auch mit Überzeugung umsetzen. Und das sind so die 2 Dinge, die uns in der Defensive am Freitag helfen sollen. Haben Sie schon eine Idee für die Aufstellung am Freitag? Eine Idee habe ich natürlich schon. Trotzdem ist es so, dass wir jetzt erst 2-mal auf dem Platz standen. Das heißt, die morgige Einheit werde ich schon auch noch abwarten. Und dann werden wir am Freitagabend sehen, was meine Idee war. Finden Sie es ein Stück weit schade, Ihre bisherige Mannschaft, die U23, allein zu lassen? Alleine lasse ich sie nicht, sondern ich lasse sie in sehr, sehr guten Händen. Mein ehemaliges Trainerteam ist ja nach wie vor da vor Ort. Das sind gute Jungs. Die Spieler vertrauen den Jungs. Sie kennen sich untereinander. Insofern habe ich kein schlechtes Gefühl, weil ich weiß, dass die Arbeit da gut weiterläuft und weil ich weiß, dass das gute Jungs sind, sowohl in der Kabine als auch in der Trainerkabine. Das Traineramt der ersten Mannschaft ist sicher zeitaufwendig. Wie wird die Zeit überbrückt, in der du in der Schule bist? Da geht es ja um den Fußballlehrer-Lehrgang. Das Gute ist, dass der aktuell pausiert. Das heißt, aktuell ist Anwendungsphase, so nennt sich das im eigenen Verein, und Praktikumsphase. Insofern ist das jetzt noch nicht abschließend besprochen und spielt ja auch erstmal für das Spiel am Freitag überhaupt keine Rolle, weil ich eben ohnehin hier vor Ort gewesen wäre. Hi, I'm a Greek fan. Das ist ja zwar keine Frage, aber trotzdem sage ich Yasousas. Und die letzte Frage, wie starten Sie am besten, am liebsten in den Tag? Da gibt es eigentlich keine festen Abläufe oder keine Abläufe, die großartig spektakulär wären. Meine Freundin kennt die Abläufe. Normalerweise geht es relativ schnell ins Bad und relativ schnell aus der Haustür. Und dann geht es meistens beim Bäcker noch ein Brötchen holen und geht zur Arbeit, wie bei vielen anderen Menschen auch.